Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate. Ja, wir sind immer noch hier in, wo sind wir eigentlich? In Verwildeter See, dem Gebiet westlich Nashtels. Und, erkunden mal zu Ende. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja, alles schön. Wir haben immer noch unseren, Alibi-Magier erstmal in unserer Gruppe, damit wir einen haben. Passt schon. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Gnollfestung, die sich ja hier hinten befindet. Ja, den Rückweg habe ich noch gar nicht genau geplant. Auf jeden Fall werden wir ja auch noch ein gutes Stück von den ganzen Gebieten sehen, die sich hier entlang der Schwertküste befinden. Weil in denen findet man auch ein paar Sachen zu einigen Quests und ja, noch ein paar gute Waffen gibt es hier überall versteckt. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann, wenn wir heute zur Gnollfestung kommen, werde ich euch noch einen tollen Trick zeigen. Den ich nicht ausnutzen werde, habe ich ja schon ein paar Mal von erzählt. War da gerade nicht. Nein, da war nichts. Ich dachte nur. Viel ist es ja nicht mehr. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was Interessantes zu finden ist. Aber nicht so. Könnt ihr da lang? Ja, der Zwerg geht außenrum, mal nicht weiter. Ah ja. Keiner kann da lang. Also war der Zwerg der einzige mit dem richtigen Riecher. Ist ja sehr interessant. Okay, das war's dann. Hier war nichts mehr. Ja, das Gebiet ist jetzt auch zum Großteil erkundet. Dann können wir ja weitergehen. Das nächste Gebiet, da werden wir nur im unteren Bereich lang gehen, weil südliche Schwertküste. Ne, wir gehen erstmal ins Xwarddorf. Vielleicht werden wir mal überfallen. Das wäre interessant zu sehen. Feinde haben ihnen aufgenommen. Ja, werden wir. Auf jeden Fall von einem Ghoul. Hoffentlich ist kein unsichtbarer Ogre-Magus hier irgendwo in der Nähe. Naja. Sehen wir dann ja. Ja, haut mal alle ordentlich auf den Ghoul. Nehmen wir einen Säurefall. Oh, was haben wir denn da noch schön? Eine Ogrillion. Oh nein, Braven kriegt schon wieder ordentlich auf die Groschen. Ja, naja. Alles in Ordnung. Ich mach mal eben meinen Kopfhörer ein bisschen leiser, weil die Musik sehr laut ist. Ah, schon viel besser. Mach's kurz. So, weiter geht's. Noch 6 Stunden Reise. Juhu. Freude über Freunden. So, speichern wir nochmal, vorsichtshalber. Und auf geht's. Ach, wir können uns auch mal eben ein bisschen heilen. Heilzauber haben wir ja auch. Ein. Boah, es dringt Level, um mehr Zauber zu bekommen. Ja, wie ruckelt das gerade manchmal ein bisschen? Na, vielleicht bilde ich mir das auch mal ein. Wartet mal. Nee, alles noch in Ordnung. Tja. Und wie gesagt, ach ja, ich bin im Xwarddorf-Gebiet. Ja, hier werden wir noch nicht in den Norden gehen. Hier gehen wir erst in den Norden, sobald ich einen Magier habe, der ein paar Feuerballzauber schmeißen kann. Wo das Ganze doch sehr vereinfacht. Und dann gibt es mal einen schönen Erfahrungspunkt. Wir können aber einmal hier in den Süden gucken. Ich glaube, hier im südlichen Gebiet, ja genau. Die westlichen Wolkengipfel. In die Wolkengipfel gehen wir auf jeden Fall auch noch. Bevor wir nach Nashtel zurückkehren und in die Mine gehen. Weil wir für das Gebiet ja noch ein paar Quests haben. Außerdem gibt es ja noch eine sehr traurige Geschichte. Die auch äußerst grausam in meinen Augen ist teilweise.
Ja, wir laufen hier fröhlich weiter rum. So. Gehen wir noch da oben? Ja, gehen wir noch mal drüber. Warum nicht? Oder war da... Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das Gebiet komplett aussah. Weil ich hier schon länger nicht mehr war. Wo, ein Bär. Ein Bär, der gerne unsere Waffen kennenlernen möchte. Auch wenn er noch neutral ist. Ja, es kommt davon, wenn man neutral ist. Nicht, dass ich was gegen jemanden habe, der neutral ist oder so. Aber dieser neutrale Bär gab immerhin 300 Erfahrungspunkte und sogar 315 Erfahrungspunkte und das ist ja ganz nett. Das, wenn man die schon so aufgedrängt bekommt, dann nimmt man die natürlich auch gerne an. Dann gucken wir jetzt mal hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen wir ja schon jetzt direkt zur Gnollfestung. Dann gehen wir auf jeden Fall zur Gnollfestung. Weil, ja. Sehr gut. Dann brauche ich nicht, noch nicht durch das Schwertküstengebiet da vorne rennen. Das vereinfacht das Ganze. Dann können wir da später irgendwann hingehen. Ja, Ogerbereich, genau. Das ist das nächste Gebiet, in das wir auf jeden Fall. Die südliche Schwertküste und hier gibt es dann auch noch ein nördliches Gebiet. Und ich weiß gar nicht, ob es hier noch ein Gebiet zwischen gibt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Da gehen wir dann später hin. Also gehen wir jetzt erstmal in den Ogerbereich. Was war denn das Gebiet? Ja, das ist... Es wird interessant. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ah, nicht zwei drücken. Ich drücke die ganze Zeit zwei. Was? Könnte natürlich genauso gut aufstehen. Ah ja, sie sind doch müde. Ich glaube eh nicht, dass ich schlafen kann. Achso, Immun ist doch nicht müde. Sie möchte gar nicht schlafen anscheinend. Weil sie der Meinung ist, dass sie eh nicht dazu bereit wäre, jetzt ein Schläfchen abzuhalten. Dann halt nicht. Solange jemand anderes müde wird. So, wir speichern lieber nochmal. Ich glaube, hier war es nämlich schon relativ gefährlich. Ist eigentlich unsere Ausstellung. Ja, Imuen kann auch weiter nach hinten. So, ja, so ist gut. Ja, doch, so geht das gut. Ja. Die Fernkämpfer sein sollten, stehen auf jeden Fall hinten. So, wir speichern eben nochmal. Oh, 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 genau, wir da wieder Eichhörnchen. Bloß weg, bloß weg. Ah, die scheiß Hobgoblins mit ihren Bögen. Ja, natürlich vergiftet er wieder. Hallo? Kann ich zufällig? Nein, sie kann nur diesen magischen Hammerkram. Ja? Ja, er zaubert sich mal ein. Und sie läuft weiter. Okay, jetzt dürft ihr alle den Ogre angreifen. Rüstung ist zerbrochen, wessen Rüstung zerbricht hier einfach? Mr. Hippie ist ohnmächtig. Ist doch jetzt wohl nicht wirklich seine... Nein, seine nicht. Seine auch nicht. Ah, Bravens Rüstung ist zerbrochen. Was gibt es? Dann ist noch wichtiger, dass die weit weggeht. So. Hauptgabe. Boah, könnten die mal aufhören, meine Leute die ganze Zeit zu vergiften, ist ja... Hallo? Das geht ja wohl überhaupt nicht. So, sie hat keinen Heilzauber mehr. Mach's kurz. Das passt mir überhaupt nicht. Ja, Minsk. Wie, keine Heiltränke? Hier muss doch jemand mit einem Heiltrank geben. Ja, der braucht die gerade nicht. Gib mal an Minsk. Der ist vergiftet. Ja, hat Heiltränke, hat keine Heiltränke. Hm, da muss ich die mal eben aufteilen. So. Was, der ist auf... Ja.
Warum? Und wo? Allzeit bereit.